Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um den E.ON Energy Deal, also den E.ON RWE Deal rund um Energy. Heute aber vor allem das Thema, das aktuell ja auch viel in der Presse ist: verschiedene Stadtwerke ziehen die Change of Control Klausel. Was bedeutet das? Was ist da der Hintergrund? Darauf möchte ich heute mal genauer eingehen, denn vor allem hat das ganz enorme Auswirkungen auch auf die Energiewirtschaft und das wollen wir mal auseinanderklamüsern. Erstmal der Hintergrund ist ja dieser große Deal rund um Energy, den E.ON und RWE durchgezogen haben. Es war ja so, dass damals die RWE die Energy ausgegründet hatte als die junge, hippe Marke, die praktisch die Energieversorgung und die Netze übernehmen sollte, während die RWE sich auf die Kraftwerke konzentriert. Und die Energy war dann praktisch ein Tochterunternehmen der RWE. Bei der E.ON gab es das ähnlich mit der Ausgründung der Uniper und der Preußen Elektra. Das war eine Wiedergründung, die dann eben die konventionellen und die Atomkraftwerke praktisch übernehmen sollten, während die E.ON dann die eher zukunftsfähigen Themen der Versorgung und Netze übernehmen sollte. Jetzt gab es dann irgendwann die Entwicklung, dass E.ON praktisch die Energy aufkauft und damit nicht nur die Versorgung und die Netze übergehen, während die Erzeugungskapazitäten der Energy zur RWE rübergehen, sondern damit hat sich die E.ON natürlich auch Anteile an allen Tochterunternehmen der Energy mit aufgekauft, teilweise natürlich alle Anteile, die die Energy vorher schon gehalten hatte. Und was sind so diese typischen Tochterunternehmen von einer Energy? Naja, einerseits gibt es da zum Beispiel die NWAM als großer Regionalversorger von Mitteldeutschland, also vor allem Sachsen-Anhalt und Umgebung. Aber auch diverse Stadtwerke, wo es direkte Beteiligungen gab, ganz früher von RWE, die dann übergegangen sind zu Energy und die jetzt durch diesen Kauf an die E.ON übergehen würden. Und dann gibt es bei diesen Verträgen, die praktisch die Beteiligung von Energy möglich gemacht haben, immer eine sogenannte Change of Control Klausel. Die sagt im Großen und Ganzen Folgendes aus: Wenn dieser zweite Gesellschafter, in dem Fall Energy, wenn der wiederum seine Anteile verkauft an jemand anderen, ne? Change of Control, also Wechsel der Kontrolle, Klausel, ne? Also Energy verkauft seine Anteile weiter an E.ON oder wird weitergereicht an E.ON, also vor allem auch wirklich, dass praktisch die bisherige Mutter von Energy wechselt, in dem Fall ja nicht mehr RWE, sondern E.ON, dann greift eine Klausel, die praktisch den anderen Beteiligungen, also den Stadtwerken, die Möglichkeit gibt, hier Anteile zurückzukaufen, praktisch ein Sonderrückkaufsrecht dessen, was man vorher als Anteil verkauft hat an eben den privaten Konzernen RWE und dann Energy. Das heißt, dadurch, dass Energy jetzt also den Eigner gewechselt hat von RWE zu E.ON, konnten die Stadtwerke wiederum ihre Anteile an ihren eigenen Stadtwerken zurückkaufen, von der Energy zurückkaufen. Das ist der Sinn und Zweck von einer Change of Control Klausel, die also in so einem Gesellschaftsvertrag dann auch immer festgelegt wird, wie viele Anteile bis wann und unter welchen Bedingungen praktisch zurückgekauft werden können. Und der Effekt wäre es eben, dass diese Stadtwerke sich selbst wieder stärker in ihre eigenen ja, Energieversorgungs- und Netzbetriebsgeschäfte zurückkaufen würden und dann wieder mehr Anteile auch im Stadthaushalt verbleiben würden. Das ist der Sinn von dem Ganzen. Ganz konkrete Beispiele, die da jetzt aktuell ja gelaufen sind, Ende Juni, da gab es nämlich die diversen Pressemitteilungen, dass eben zum Beispiel die Stadtwerke Neuss oder eben auch die Kommune Neuss jetzt Anteile an eben genau diesen Stadtwerken zurückkauft von der Energy. Und zwar in dem Fall nicht alle Anteile, sondern einen gewissen Teil davon einfach nur zurückkauft und damit in Zukunft wieder mehr Anteile an der kommunalen Versorgung hält. Die restlichen gehen jetzt schlussendlich über zur E.ON, während die eben vorher bei der Energy waren. Ein zweites Beispiel, ich glaube, das kam einen Tag danach auch schon in die Presse, waren die Anteile der ELE, das ist die Emscher Lippe Energie, genau. Dort haben die anderen mehrheitlichen Anteilseigner, das sind die Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck, die Anteile der Energy praktisch auch wieder rausgekauft, allerdings erst mit Wirkung zum Jahr 2026. Das heißt, dass dort jetzt praktisch erstmal, so sagen wir mal, Entschädigung laufen würde und dann ab 2026 die Anteile eben auch zu den Städten zurückkommen würden. Der Sinn von dem Ganzen ist eben tatsächlich die Kontrolle der kommunalen Versorgung, der Daseinsvorsorge, der Grundversorgung und damit vielleicht aber auch der
wirklich besten Plattform für Smart City-Anwendungen in der Zukunft aus einem privaten Konzern zurückzuziehen und eben in die kommunale Hand zurückzugeben. Das ist der Sinn von diesen Aktionen, die da aktuell laufen, unter eben der Möglichkeit der Change of Control-Klausel, die aussagt, wenn der Eigentümer eines Anteilseigners wechselt, in dem Fall nicht mehr RWE, sondern E.ON, die dann Innogy besitzen, dann werden die Anteile von Innogy in Frage gestellt und die Stadtwerke haben ein Sonderzurückkaufsrecht und das haben sie hier dann teilweise auch schon genutzt. Es gibt noch weitere Stadtwerke, die darüber nachdenken und das vielleicht auch noch tun werden. Das werdet ihr dementsprechend auch in der Fachpresse natürlich mitbekommen. Aber jetzt erstmal soweit zu diesem Thema der Change of Control Klausel, die da aktuell auch viel durch die Medien geht. Habt ihr Fragen dazu? Habt ihr selbst irgendwelche Erfahrungen rund um diesen E.ON RWE-Deal rund um Innogy bekommen, dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer alle Fragen dort rein. Like das Video, abonniert den Kanal. Hier ist nochmal das vorige Video rund um E.ON und Innogy und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.